Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein neues Back-to-School-Video. Und zwar geht es heute mal in die andere Richtung. Also sozusagen nicht darum, Dinge, die du machen solltest, sondern eher heute mal Dinge, die du nicht machen solltest. Und zwar habe ich 6 Back-to-School-Fehler rausgesucht, die wir vermeiden sollten. Ich hoffe, das Video ist ein bisschen hilfreich für euch. Gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben oder schreibt einen Kommentar, wenn es der Fall ist. Und vergesst auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren für weitere Back-to-School- und Schul-Videos. Aber fangen wir erstmal an mit diesem Video. Viel Spaß! Der erste Fehler, den ich selbst auch jahrelang gemacht habe, ist einfach zu viel unnötige Schreibwarensachen zu kaufen. Es war bei mir früher jedes Jahr Routine, neue Halter, neue Hefte, neue Ordner, neue Stifte, neue Buntstifte, neue Feinliner, alles zu kaufen, was einfach total unnötig ist. Denn meistens halten die Sachen sowieso länger als nur ein Schuljahr und andererseits braucht man auch einfach nicht alle Dinge. Ich habe zum Beispiel eine Klassenkameradin, die einfach jeden Tag in die Schule nur mit einem Kuli und einem Bleistift kommt und das war's einfach. Und ich fand das irgendwie sehr beeindruckend, weil sie es wirklich schafft, damit einfach durchzukommen die ganze Zeit. Und man muss ja auch gar nicht jetzt so radikal sein, nur 2 Stifte mitzunehmen, aber man braucht halt eben auch nicht so gefühlt 3-4 Taschen voll mit allen möglichen Sachen, wie ich zum Beispiel früher hatte. Da habe ich es wirklich einfach auf das Essentielle konzentrieren soll. Natürlich ist es wichtig, sich immer vorbereitet zu sein und alle Materialien dabei zu haben, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass mich manche Dinge auch einfach ablenken. Beispielsweise, wenn ich 10 verschiedene wenn ich 10 verschiedene Marker habe, ist es mich einfach nur ablenken, als wenn ich irgendwie, keine Ahnung, 3 oder maximal 4 habe. Und nicht nur, dass es uns ablenkt, sondern es ist ja auch so, dass es einfach ein Geldrauswurf ist, da wir dieses Geld einfach hätten sparen können und wir wichtigere Dinge ausgeben hätten können. Wow. Außerdem reden wir hier öfter auch mal über das Thema Konsum und haben schon herausgefunden, dass dieser ständige Konsum gar nicht mal so gut ist. Also der erste Fehler, den wir vermeiden sollten, ist, nicht zu viel Schreibwaren zu kaufen, was einfach dann nur unnötig ist und uns eigentlich nichts bringt, weil es überflüssig ist. Der zweite Fehler, den wir, glaube ich, alle sehr, sehr gerne machen, ist, uns nur zu beschweren und irgendwie so negative Vibes abzugeben. Ich weiß, dass Schule vielleicht nicht immer die spaßigste Angelegenheit ist, das möchte ich auch eigentlich gar nicht bestreiten, aber ich kann euch sagen, dass ich eigentlich diese negative Einstellung eigentlich gar nichts bringt in der Schule. Vor allem, wenn du das Anwesenheit von LehrerInnen machst, wirkt es einfach gar nicht gut auf dich und du gibst schon gleich so ein negatives Bild ab, was sich auch eventuell deine Note dann widerspiegeln könnte, vor allem in der mündlichen Note. Und ich habe wirklich gemerkt, dass wenn ich sozusagen schon in den Unterricht reingehe mit einem negativen Mindset und mir irgendwie denke, okay, ich mag diese Lehrerin nicht, der Unterricht ist blöd, es ist langweilig, dann geht es mir auch irgendwie immer schlechter in diesem Unterricht, als wenn ich mit einem positiven Mindset reingehe und mich irgendwie freue auf den Tag. Und ich sage euch, ich bin auch nicht immer happy, dass ich in der Schule bin, aber wir sind nun mal da und wir müssen sowieso hingehen. Und wenn wir schon mal da sind, dann können wir uns eigentlich darauf konzentrieren und uns irgendwie versuchen zumindest die positiven Dinge ins Gedächtnis zu rufen und an diese Dinge dann zu denken. Der dritte Punkt, der super, super wichtig ist, den wir wirklich vermeiden sollten, ist zu spät ins Bett zu gehen und zu wenig Schlaf zu bekommen. Wie ihr bestimmt mitbekommen habt, stehe ich ja fast jeden Morgen um 5 Uhr auf, was eigentlich schon relativ früh ist und ich deswegen auch um 21 Uhr abends schon ins Bett gehen muss, was eigentlich der größere Struggle ist. Ich sage immer, früh aufstehen ist nicht das Problem, früh schlafen gehen ist das Problem. Und ich glaube auch, dass wirklich einfach der Schlaf und die Energie bei mir das größte Problem ist, wenn ich in der Schule irgendwie nicht aufpassen kann, nicht konzentriert bin und dementsprechend auch eine schlechte Laune habe. Falls du ein paar Tipps brauchst zum Einschlafen, zum besser aufstehen und so, kann ich dir auf jeden Fall mal diese Playlist hier empfehlen, in der ich die ganze Zeit über das Thema 5 Uhr morgens aufstehen, früh schlafen gehen und das alles rede. Also guck dir sehr, sehr gerne vorbei am Ende. Den vierten Punkt kenne ich wirklich nur zu gut und zwar ist das, sich Ziele zu setzen, über die man keine Kontrolle hat. Ich persönlich bin eine super ehrgeizige, perfektionistische Person, die eigentlich immer die besten Noten erreichen möchte. Also bei mir ist es halt so, ich möchte immer eine 1 plus oder halt 15 Punkte oder so erreichen und bin irgendwie sauer und traurig, vor allem auf mich selbst halt, weil ich es nicht erreiche. Und das ist einfach kein gesundes Mindset, weil ich das niemals schaffen werde, immer nur 15 Punkte zu haben beispielsweise. Ich kann auf jeden Fall mein Bestes geben, am Ende fängt die Note halt nicht nur von mir ab, sondern auch von ganz vielen anderen Faktoren. Ich würde euch wirklich raten, euch Ziele zu setzen, zu denen ihr wirklich Zugang habt und über die ihr wirklich Kontrolle habt, wie zum Beispiel, ich möchte jeden Tag eine halbe Stunde lernen oder ich möchte irgendwie immer meine Hausaufgaben regelmäßig machen oder sowas, worüber ihr einfach Kontrolle habt und was ihr selbst in der Hand habt und nicht sowas wie, ich möchte nur 15 Punkte haben oder eine 1 plus haben in allen Fächern oder so. Wir können hier immer unseren eigenen Input entscheiden, was wir sozusagen reingeben wollen, was wir machen wollen. Wir können aber eben nicht unseren Output, also unser Ergebnis bestimmen. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, was ich persönlich auch mit Zielsetzung habe, dass ich mir immer denke, okay,
okay, ich möchte das erreicht haben, das ist mein Ziel. Und ich glaube, das ist überhaupt nicht gut, sondern wir sollten eher sagen, okay, das möchte ich reinstecken, das möchte ich dafür geben, um dieses Ziel zu erreichen. Und dass aber dann eher der Input das Ziel ist und man sagt immer so, ja, der Weg ist das Ziel. Und ich glaube, so sollten wir das Ganze auch angehen. Der fünfte Fehler ist, keine Hausaufgaben zu machen. Ich muss sagen, dass ich da zum Glück relativ fleißig bin, eigentlich, wenn ich meine Hausaufgaben mache, was einfach wirklich sinnvoll ist. Sage ich ganz ehrlich. Die Hausaufgaben sind einfach eine Sache, die dir persönlich auch total helfen kann. Du hast einfach die Möglichkeit, nochmal zu Hause schon anzufangen, zu lernen für ein Thema und dann sozusagen Rückfragen an deine Lehrerin, an deinen Lehrer zu stellen oder dich mit deinen FreundInnen auszutauschen oder so nochmal die Möglichkeit, dich selbst abzufragen und zu checken und zu checken, ob du alles verstanden hast. Außerdem kann es auch natürlich deine Mitarbeitsnote sehr nach oben bringen, beziehungsweise ich glaube, es ist sogar einer der wichtigsten Teile der Mitarbeitsnote, ob du deine Materialien dabei hast oder deine Hausaufgaben machst, ob du ja vorbereitet bist einfach. Ich glaube, das ist halt super, super wichtig und das ist einfach eine so einfache Möglichkeit, deine Note nach oben zu bringen und nicht nur das, sondern wirklich auch vorbereitet darauf zu sein und dich selbst einfach abzufragen. Also Hausaufgaben zu machen ist wirklich sinnvoll. Der sechste Punkt ist, nicht alle deine Materialien zu nutzen. Beispielsweise muss man ja im Deutschunterricht öfter mal ein Buch lesen und wir kennen einzelne Personen, die das einfach nicht machen und ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Ich kann es verstehen und ich war auch schon mal kurz davor, einfach eine Sache nicht zu lesen, weil sie wirklich so langweilig war, also in my opinion. Aber ich sage euch, ist es wirklich hilfreich, das zu machen. Also gerade wenn ihr Materialien sogar schon gekauft habt oder sie euch von der Schule zur Verfügung gestellt wird, ist es einfach dumm, sie nicht zu benutzen. Beispielsweise kann es ja auch sein, dass die Bücher, die du lesen musst im Deutschunterricht, dann später nochmal an deinem Abitur rankommen. Und dann, sage ich euch, ist es überhaupt nicht lustig, vor dem Abitur alle Bücher nochmal durchzulesen und vor allem dann zum ersten Mal zu lesen. Ich glaube, das ist wirklich nicht spaßig. Und deswegen ist es wirklich sinnvoll, einfach, wenn man die Materialien bekommt, sie dann schon durchzuarbeiten und sie dann sozusagen schon wertzuschätzen und ja, zu benutzen. Aber ich weiß, dass das Ganze nicht immer so unterhaltsam ist, wenn man was anderes machen möchte. Aber wie ich immer sage, done is better than good. Also fertig ist immer besser als gut. Der erste Schritt ist das Wichtigste, der Start ist das Wichtigste. Diese Weisheit und weitere Weisheiten teile ich sehr gerne hier auf meinem Kanal. Also vergiss auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren und weitere Videos anzugucken, falls dir das heutige Video gefallen hat. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Bis dann, tschüss!